Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA! Yeah! Wir sind hier gerade live am Stream, heißt die Folge, die gerade hier gedreht wird, ist auch gerade im Stream zu sehen. Und quasi sind jetzt alle gespoilert oder die Folge müsst ihr halt nicht mehr angucken. Ihr wisst ja, was passiert ist. Und zwar geht es darum, dass ich gerade am Stream bin. Und guck mal, die Damina. Hi! Da ich gerade im Stream bin und ich habe ja die ganze Zeit auf dieses Bankkonto hingespart, heißt, ich habe fleißig geerntet und bin inzwischen Job Level 10 oder 11, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Und seht mal hier, ich habe 925 Coins, das heißt, ich war auf Farm und habe beim Sven Diamanten verkauft. Ich habe nämlich 8 Stück gefunden, die habe ich verkauft. Für einen Diamanten kriegt man 40 Coins. Und genau, und ich wollte unbedingt nicht weiterspielen, ohne dieses Bankkonto zu eröffnen. Und ich wollte aber auch nicht das Bankkonto eröffnen, ohne euch das auf YouTube mitzuteilen, ne? Ich habe ja gesagt, so die wichtigen Sachen werden auf jeden Fall auf YouTube kommen. Spoiler-Alarm, ja, auf jeden Fall. Deswegen gehen wir jetzt zusammen zur Bank und eröffnen dieses Scheißkonto, auf das ich jetzt 4 Stunden hingearbeitet habe. Da steht auch schon der Max. Damina schreibt gerade im Chat, so bin in der Folge alles, was ich wollte, bin jetzt Essen holen. Alles klar, Damina. So, jetzt sprechen wir den Typ hier an. Und wir öffnen jetzt mit 1 ein Konto. Schreibt Exit, warum denn? Exit. Hallo, ich will doch dieses Konto öffnen jetzt. Kosten 900 Coins. Ich hab doch, oder? Erstens. T? Erstens. Oder einfach nur eins wahrscheinlich. Ah, okay. Schreibe deine Antwort in den Chat. Kontoname. Bitte geben Sie einen Namen für das Konto ein. Christina LP, ne? Natürlich. Okay. Warum wird die Unterhaltung denn andauernd? Das geht nicht. Weil er hier mich andauernd schubst, wenn jetzt mein Geld weg ist. Nee, ich wollte schon sagen. Bett, bitte hör mal auf, mich jetzt hier zu schubsen. So, erstens. Christina LP? Okay, ihr Konto wurde erfolgreich erstellt. Besitzer Christina 900, genau, 2,19% Zinsen. Gute Geschäfte wünsche ich Ihnen in der, was stand da? VF Bank. Schneller machen. Ja, ich bin zu lahm, ich weiß. Okay, jetzt haben wir diese Bank. Heißt Coins. Wir haben noch 25 Coins, jetzt können wir direkt mal versuchen, hier was einzuzahlen, wie das funktioniert. Coins einzahlen. Schreibe in den Chat, wie viel Coins du einzahlen willst. 25. 25 Coins sind auf dein Bankkonto eingezahlt. Jetzt dürften wir nichts mehr im, ja, nichts mehr im Portemonnaie haben. Coins abheben. Kontostand abfragen. Der Kontostand beträgt 25. Ich finde das cool mit dem Bankautomaten. Das ist richtig cool. Jetzt können wir tatsächlich noch unseren anderen Kram schnell verkaufen. Mami, Mami, Blue. Einzahlen abgebrochen, ja. Ich finde es so geil, wie die reden. Mami, Mami, Blue. Cool, cool, cool. So, 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 so. Jetzt laufen wir mal hier lang. Ich hab das noch, genau, hatte ich noch alles mit. Denn hier kann man nämlich noch. Oh Gott, ich werde voll heiß auf jeden. Yeses. So, jetzt verkaufen wir hier noch das ganze Eisen. Und mal 15 Eisen. Und noch einmal. Das. Steine haben wir auch nicht genug mit. Okay, das reicht schon. Und jetzt fahren wir mal mit der Bahn zurück und ich zeige euch, was jetzt endlich funktioniert. Denn die liebe Shionaya hat mich ihrem Grundstück hinzugefügt. Und dadurch, dass ich ja Farmer bin, dadurch, dass ich Farmerin bin, kriege ich natürlich Levelaufstieg im Berufsbereich. Sind wir hier schon? Norden. Norden, Norden, Norden. Was haben wir hier? Osten. War ja klar.
Süden ist das, wo ich zuletzt hinrenne. So. Einmal zum Bahnhof. Genau, dann kriege ich nämlich da Level und die liebe Shionaya hat mich quasi engagiert, dass ich immer ihre Felder pflege. Ist ja auch mein Job, ne? Also machen wir das mal. Die hat schon hier voll die Kisten und ich habe einfach alles zusammengewürfelt hier. So, wie ihr seht jetzt hier, ich kann bei ihr abbauen und natürlich wieder nachpflanzen. Das ist so das, was so im Stream passiert ist. Ansonsten habe ich im Stream wirklich die ganze Zeit nur hier den ganzen Stüssel abgeerntet und habe versucht, mein Joblevel, ihr seht oben Level 12, aufzuarbeiten, um dieses blöde Bankkonto zu eröffnen, was ich gerade eben mit euch zusammen gemacht habe. Das ist natürlich super, dass wir das jetzt endlich haben. Jetzt darf ich mich auch in die Farmwelt trauen. Dann ist mir nämlich egal, ob ihr mich tötet, weil ich eh kein Geld mit habe. Ihr werdet mich niemals sehen, dass ich mit Geld in die Farmwelt gehe. Niemals. 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 So. Das hauen wir einmal ab. Die Leute im Stream haben übrigens gerade keine Musik. Wegen dieser YouTube-Aufnahme eben. Ich hätte natürlich auch jetzt verschiedene Tonspuren machen können, aber das war mir jetzt zu viel Arbeit, weil das jetzt kurzfristig war. Und gesungen hast du. Ja, ich im Stream singe hier immer. Was heißt singen? Ich leier. Das kann man schon eher leiern nennen. So, jetzt hauen wir hier noch die Möhren ab. Ihr seht, das Joblevel, sobald ich hier irgendwas mache, was ein Farmer zu machen hat, geht hier mein Joblevel hoch und ich krieg diese XP. So, auch dieses Abhauen bringt mir schon Level. Ab 15 Level kommt man nämlich dann in den eigenen Shop da, wo man auch das Gemüse dann verkaufen kann, in den Job-Shop. Die liebe Damina ist übrigens auch jetzt hier auf dem Server, wie ihr eben gesehen habt. Kennt ihr noch von Holytopica. Und Badminton hier nehme ich leider nicht an, weil ich hier bei Shiro unten bin. Ich weiß nicht, ob hier Gäste willkommen sind. Da ich hier gerade meinem Job nachgehe, in Anführungszeichen, werde ich jetzt die Teleporter-Anfrage nicht annehmen. Ansonsten könnt ihr mich gerne mal anfragen. Wenn ich halt nicht annehme, dann mache ich gerade irgendwas so, ne? Ihr wisst schon. So. Dup. So. Genau. Ihr könnt übrigens mitspielen. Das wisst ihr ja eigentlich schon. Zumindest die Leute, die die ersten Folgen gesehen haben. Für die, die jetzt hier ihre erste Folge miterleben, ihr könnt mitspielen und zwar auf wiefire.de. Das ist eine Internetseite, da gibt es ein Forum, da stehen alle Regeln zu diesem Server und auch die Server-IP. Und wie gesagt, es ist ein öffentlicher Server, Real Life Survival und ihr könnt hier mitspielen mit uns allen zusammen und Spaß haben. Würde mich auch freuen, wenn ihr auf jeden Fall vorbeischaut mal. Und ich bitte euch nochmal darum, das sage ich eigentlich jedes Mal, wenn ihr in der Nähe von uns bauen wollt oder möchtet, dann lasst ein bisschen Platz, damit wir uns gegenseitig nicht die Plätze wegnehmen quasi. Weil irgendwann können wir sonst alle nicht mehr erweitern, die Grundstücke, und das ist dann ein bisschen blöd. Da ist nichts gewachsen. Aber das Radieschenzeug wächst mega schnell. Hier sah ich immer richtig Level ab, wenn ich die Radieschen ernte. Wow. Und ich darf nicht wieder den Teppich kaputt machen. Schön, dass wir dich wiedersehen. Dein Zinssatz von 2 Euro wurde verbucht. Ui. Ui, hammerhart. Was habe ich überlesen? Cookie. Wenn du das verbreitest, zeige ich dich an. Nein, Cookie weiß ganz genau, dass er das nicht weitergeben darf. Weil es nämlich ohne Erlaubnis aufgenommen ist. Bitter. So.
Ich höre ja andauernd mal Spinnen. Ich glaube, dass tatsächlich hier hinter irgendwo eine Höhle ist bei Shiro. Weil immer, wenn ich hier Radieschen ernte, höre ich Monster und Spinnen. Und gleich haben wir Level 13. Das wäre super, wenn wir noch Level 13 kriegen jetzt hier. Dann pflanzen wir mal schön nach. Und gucken mal, ob unten endlich die Melonen gewachsen sind. Weil unten sind, unter dieser Ebene sind Melonen angepflanzt. Die habe ich noch nie ernten können, weil die jetzt die ganze Zeit am Wachsen sind. Also die brauchen halt mega lange, bis sie wachsen. So, da kriege ich schon wieder Level fürs Anpflanzen hier. So. Machen wir die Felder jetzt mal hier schick. Blub, 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 blub. So. Damina verlässt den Server. Oh je, die Arme. Andi, die ist runtergeflogen. Die wollte sich Essen machen. Nach 10 Minuten wird man übrigens geschmissen. Weil man natürlich nicht AFK rumstehen soll. Ne? So. Guck mal, jetzt haben wir alles geerntet hier. Da ist noch was. Schnell das wächst, das ist mega. Gut, jetzt tun wir der guten Shiro das mal alles hier wieder rein. Vielleicht sind die Melonen gewachsen. Gucken wir mal. Immer noch nicht. Das dauert echt ewig hier mit den Melonen. Ah, ich weiß, warum die nicht wachsen. Shiro, du Depp. Ich baue das mal gerade um. Das ist was, was wir machen können. Wir haben da noch genug Erde. Das Problem ist, die Melonen, die sind zwar alle gewachsen, aber das Lustige ist, die wachsen nicht auf Stein. Deswegen wachsen halt keine Melonen. Hat sie einen Stick? Ich darf mir doch bestimmt einen Stick klauen, oder? Ach, Mist. Komm, ich darf mir doch bestimmt hier so einen... Kriegst du wieder, Shiro? Kriegst du wieder? Ist ja hier für dich quasi, ne? So. Jetzt mal schnell eine Hacke. Umstelltaste aktiviert. Ja, ich bin so dumm, ne? So, guck mal, dann können wir hier in der Folge tatsächlich noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier fließt zwar jetzt kurz das Wasser raus, aber ich zeige euch jetzt was. Dann wachsen nämlich hier auch gleich die Melonen. Die können sich nämlich nicht droppen, weil die sich nicht über die Steine quasi. So. Pass auf, jetzt hat Shiro das extra gemacht, weil die nur will, dass diese Stängel wachsen, damit sie Samen abschlagen kann. Und ich habe ihr das so ungewollt irgendwie repariert. Das wäre natürlich schlecht. Das wäre natürlich schlecht. So. So. Seit wann wachsen Melonen auf Stein? Ja, das meine ich ja. Ja, ich habe mir den Raum hier unten nie richtig angeguckt, deswegen mache ich es ja jetzt. Für die YouTube-Zuschauer, der liebe Regamer hat gerade gesagt, seit wann wachsen Melonen auf Stein? Ja, deswegen ändere es ja. So. 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 In der Hoffnung, dass hier gleich dann auch mal Melonen gewachsen sind. Ja, perfekt, passt. So gut, das können wir dann, kann Shiro dann selber ändern. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das da funktioniert. So. So, einmal hoch.
Genau, und jetzt gehen wir rüber und ich würde sagen, das war's mit der Folge hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da ist der Server verlinkt, wiefire.de. Wenn ihr mitspielen wollt, kommt gerne dahin und spielt mit uns zusammen. Und dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!